geboren 1611, gestorben 1687, Bierbrauer, Bürgermeister von Danzig, berühmter Astronom seiner Zeit. Hier in seiner privaten Bibliothek. Himmelsglobus. Hier sehen wir Hevelius mit seinem Sonnenteleskop. Die Sonnenstrahlen werden durchs Teleskop hindurchgeführt und auf eine drehbare Scheibe projiziert. Links assistiert seine zweite Frau, Elisabeth Koopman. Als sie geheiratet wurde, war sie damals 16 Jahre alt. Diese Scheibe ist, wie man sieht, drehbar. Damit konnte Hevelius auf der Sonne die Sonnenflecken abbilden. In der Mitte sehen Sie ein kleines Lot. Damit hat er die Sonnenkarte genau fixieren und justieren können. Ich vermute, dass durch die drehbare Scheibe die Veränderung der Sonnenflecken dokumentiert werden konnte, und zwar in der Zeit. Interessant ist auch der Justiertisch, der mit verstellbaren Holzschrauben ausgestattet ist. Hier sehen wir Hevelius mit seinem berühmten Großfernrohr, das mit ca. 25 Linsen ausgestattet ist. Diese Linsen hat er in Reihe geschaltet, um Vergrößerungen zu erzielen. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass er nicht allzu viel gesehen haben kann, weil sich die Fehler in den Linsen durch die Aneinanderreihung und Schaltung multipliziert haben. Ebenso Fehler in den Linsen, zum Beispiel Blasenbildungen oder Unschärfen. Im Hintergrund sieht man die Skyline von Danzig, zurzeit ca. 1640, mit zahlreichen Besuchern. Im Hintergrund ein Mann mit der Leiter, der offenbar Hevelius geholfen hat und assistiert hat, das Fernrohr genau einzustellen. Hier unten sieht man einen Tisch, der ist mit einem Schlitten ausgestattet, sodass das seitlich verschiebbar ist und auch horizontal. Hevelius muss Schwierigkeiten gehabt haben, dieses im Wind zu stabilisieren, denn kleinste Veränderungen und kleinste Vibrationen durch Wind ausgelöst müssen das Bild und die Abbildung erheblich gestört haben. Gerade bei großen optischen Vergrößerungen. Hier sehen wir wiederum Elisabeth Koopman, seine Assistentin und Frau, die ihm assistierte, übrigens eine der ersten gelisteten weiblichen Astronomen der Weltgeschichte. Links ist Hevelius zu sehen auf seinem verstellbaren Stuhl und seinen selbst angefertigten, hier handelt es sich um einen Sextant. Man beachte, dass die künstlerisch sehr interessant gestaltet wurde. Wir haben also hier ein Messwerkzeug plus Kunstwerk kombiniert, was typisch für die Barockzeit ist. Das Ganze ist postiert in einem dieser Holzhäuser und Holzgebäuden, die auf seiner Sternenburg, seiner Beobachtungsstation in Danzig postiert ist. Hier sehen wir die Beobachtungsstation Sternenburg auf den drei Dächern seines eigenen Hauses in Danzig. Im Hintergrund sehen wir die Landschaft von Danzig und sein Großfernrohr sowie zahlreiche Sextanten, die auf dieser Plattform seiner Beobachtungsstation postiert sind. Hier links ist Hevelius zu sehen, auch in einem seiner dieser Holzhäuser. Und man sieht hier die Treppe,
die zu seiner Plattform führt. Sein zweites Großfernrohr ist interessanterweise in einem Tubus abgedeckt. Man sieht die gesamten Einzellinsen hier in dem Kasten versteckt. Das hat den Vorteil, dass es in dem Kasten dunkel ist und Seitenlicht nicht stört. Gerade auch für nächtliche Beobachtungen geeignet. Im Vordergrund die Justiertische. Eins im Vordergrund und eins in Bewegung. Da sehen Sie wieder diesen verstellbaren Schuh und Schlitten auf dem Tisch. Man konnte sozusagen das Fernrohr seitlich verschieben und hier oben mit Seilen den Grad der Einstellung verändern. Hier unten sehen wir ein Drehkreuz am Gelände seiner Beobachtungsstation, die hier oben vergrößert nochmals dargestellt ist. Und da konnte er mit Seilen und diesem Drehkreuz das Fernrohr nach oben oder unten senken. Ein amerikanischer Forscher hat herausgefunden, dass Hevelius einer der ersten in der Geschichte der Uhrentechnologie war, der eine Pendeluhr gleichzeitig mit einem französischen Mathematiker, ich glaube, es ist Huygens, erfunden hat und diese Uhr als erster über einen Danziger Uhrenmacher bauen ließ. Der Beweis sehen Sie im Hintergrund, da sind zwei Pendeluhren zu erkennen. Das heißt, im Klartext, Hevelius konnte den Stand und die Beobachtung seiner Sternenposition zeitlich exakt einordnen. Die Erfindung des Pendels ermöglichte einen exakteren und genaueren Verlauf der Uhrzeit und damit auch die Messung. Hier sehen Sie auf dem Rand noch eine zweite Uhr abgebildet. Hevelius war bekannt für die Entwicklung einer Kometentypologie, die hier 1664 handschriftlich skizziert hat. Und da sieht man die verschiedenen Schweifformen aus verschiedenen Winkeln. Hier sieht man die Kometen, die mehr auf ihn zukommen und im unteren Bereich die Erde seitlich passieren. Hier sehen wir einen Stich einer Mondkarte. Hevelius ist bekannt geworden durch eine genaue Kartierung des Mondes. Hier sehen Sie im Einzelnen die Krater, die Berge und Täler auf dem Mond. Die großen Flächen sind Mare, die mit bloßem Auge auf dem Mond zu sehen sind. Und diese grauen Mare sind aufgefüllt damals mit flüssiger Lava, circa über 2 Milliarden Jahre alt, diese Formation. Und die hat Hevelius hier ganz exakt und präzise skizziert. Hierbei ist zu beachten, dass nur der Erde zugewandte Seite des Mondes beobachtet werden konnte. Das hängt damit zusammen, dass die Drehung der Erde und des Mondes parallel laufen, sodass wir zu keinem Zeitpunkt die Hinterseite des Mondes beobachten können. Das war natürlich damals schon im Jahre 1640 der Fall. Hier sehen wir einen typischen Fall von Papageiation. Damals haben sich die Astronomen hier abbilden lassen. Ganz links sehen wir Hevelius.
Auch darauf abgebildet ist gleichzeitig Tycho Brahe, ein bekannter dänischer Philosoph, Astronom, der die Technik von Jan Hevelius stark beeinflusst hat. Dieser dänische Astronom soll in Prag ermordet worden sein. Hier sehen Sie ganz links Hevelius mit seinen typischen langen Haaren oder seiner Perücke. Interessant ist auf diesem Stich, dass Hevelius über einen Refraktor verfügte, das heißt ein Linsenfernrohr, das, wie Sie sehen, verstellbar ist. Hier unten in der Mitte des Bildes konnte er den Grad, die Bogenminuten, gemessenen Bogenminuten, Bogensekunden der Sterne genau ablesen. Hier unten sehen wir dieses runde Gebilde. Das ist offenbar gedacht, um den Fuß des Fernrohrs hier drauf zu stellen und dann mit Hilfe dieses Verlängerungshebels und dieses Handgriffes in die jeweilige Position zu drehen. Zum Abschluss sehen wir Hevelius hier auf einem Stich